Das sind die EDIVO-Themen am Montag. Zug der fröhlichen Leute sorgt für Besucherrekord. Gästeführer sind Feuer und Flamme für Cottbus. Und grundhafte Sanierung der Straße der Jugend beginnt. Das und mehr gleich hier im Anschluss. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok-Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu LTV Aktuell am Montag. Als nach der Wende die Tradition, Karneval mit einem Festumzug zu feiern, wieder zum Leben erweckt wurde, konnte niemand ahnen, welche Eigendynamik diese Veranstaltung im Laufe der Zeit annehmen würde. Inzwischen sind seit dem ersten Umzug der Neuzeit 23 Jahre vergangen und Cottbus ist mittlerweile die Karnevalshochburg in Ostdeutschland. Und wenn es dazu noch eines Beweises bedurft hätte, gestern wurde er geliefert. Wenn tausende Menschen Straßenränder säumen und gebannt in eine Richtung schauen, kann das nur eines bedeuten. Es kommt nicht etwa der Zirkus in die Stadt oder ein hohes Parteimitglied. Nein, in Cottbus ist Karneval. Cottbus! Hello! Lausitz! Hello! Brandenburg! Hello! Zum Zug der fröhlichen Leute pilgerten auch in diesem Jahr über 120.000 Schaulustige nach Cottbus. Immerhin gilt der Cottbuser Karneval als der größte in Ostdeutschland. Und so zog es Menschen mit bunten Perücken und viel guter Laune auf die Straßen und in die Luft. Hoch auf dem nicht ganz gelben Wagen saß auch Ministerpräsident Dietmar Woidke ganz vorn. Er führte sozusagen den Zug der 71 Karnevalswagen an. Und die rund 3000 Narren nahmen auch in diesem Jahr wieder allerhand Politisches auf die Schippe. Von NSA und Edward Snowden über den ADAC bis zur Lokalpolitik war da einiges zu lesen. Ob das auch bei den Politikern am Staatstheater ankam, bleibt deren Geheimnis. Dennoch, Karneval soll ja auch gute Laune machen und dafür sorgten Funkenmariechen, Spielmannszüge und jede Menge Kamelle. Das ein oder andere Leckerli fand seinen Weg in die Beutel der Schaulustigen. Und wenn am Aschermittwoch alles zu Ende geht, beginnt auch schon wieder das bange Warten auf den nächsten Karnevalsumzug. Also ganz vorbei ist es mit dem Karneval für dieses Jahr ja noch gar nicht. Heute Abend steppt zum Beispiel in der Stadthalle noch der Spatz und morgen ab 9.11 Uhr zieht der Zug der fröhlichen Karnevalskinder durch Cottbus.
Und damit zum FC Energie Cottbus. Der kann allen Unkenrufen zum Trotz doch noch gewinnen. Und das ausgerechnet gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern. Ja, mir fehlen noch irgendwie so wirklich die Worte. Kommt selten vor, aber wenn man die Gesichter sieht in der Kabine und alle in Strahlen bis an die Ohren, aufgrund der Situation, die wir in den letzten Wochen hatten, und sich dann dafür für die Arbeit heute belohnt zu haben mit dem 1-0 und mit 3 Punkten. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also das entschädigt für alles. Danke. Ja, wie es aussieht, ist Jörg Böhme kein Mann vieler Worte. Aber darauf kommt es in dieser Situation ja auch nicht an. Immerhin hat der neue Trainer die Hoffnung auf den Klassenerhalt nach Cottbus zurückgebracht. Der nächste Gegner, Tabellenführer 1. FC Köln, ist allerdings nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber wer weiß, gerade Spiele 1. gegen Letzter sind schon öfters anders ausgegangen, als der Favorit sich das vorgestellt hat. Mittlerweile gibt es für alles einen Tag. Warum also nicht auch einen Weltgästeführertag? Zugegeben, die ganze Welt war am Samstag auf dem Altmarkt nicht zugegen, aber doch eine illustre Schar von Stadtführern aus nah und fern. Am Samstag fand zum 5. Mal eine Führung der Interessengemeinschaft Lausitzer Gästeführer statt. Jeder, der wollte, konnte das sonnige Wetter nutzen und an dem Rundgang teilnehmen. Das diesjährige bundesweite Thema des Weltgästeführertages war Brände, Dampf und flammende Herzen. So hatte die Cottbuser Oberkirche einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Feuer und Flamme richteten hier große Schäden an. Gerade an der Kirche haben wir das gesehen, 1945 komplett ausgebrannt. Und aber auch die flammenden Herzen der Bevölkerung, die Kirche wieder aufgebaut haben in Feierabendarbeit, ohne dass sie vom Staat unterstützt worden sind und wir heute wieder diese wunderschöne große Kirche da nun also stehen haben. 1857 brannte auch das alte Cottbuser Schloss. Ein Wolllager fing Feuer und zerstörte große Teile der Anlage und umliegende Gebäude. Die Feuerwehr rückte an, die Menschen rückten an, aber was fanden sie? Nichts. Sie gingen dann wieder los, zerstreuten sich und dann kamen die Hilferufe von der Spree, es brennt und es wurde vernichtet, das Schloss, der Schlossturm, das Amtshaus und viele Gebäude der Stadt. Später wieder aufgebaut, 1871, und auch in den 90er Jahren nochmal verschönert durch den Verschönerungsverein und durch den Modellstadt Cottbus. Und so haben wir heute einen wunderschönen Gerichtsplatz, ein wunderschönes Areal. Die 6 verschiedenen Stationen und interessanten Fakten lockten auch Leute aus den umliegenden Städten an. Also hatte ich mir vorgenommen, bei dem schönen Wetter der Sonne hinterher zu fahren. Und da hieß es, die Lausitz wäre am sonnigsten heute. Und komme aus Berlin, habe meine 65-Plus-Karte abgefahren und habe gedacht, jetzt gucke ich mir die Stadt mal an. Wem der Nachmittag gefallen hatte, konnte eine kleine Spende für die Cottbuser Parkeisenbahn abgeben. Sie wird verwendet, um die 119 Jahre alte Dampflok Graf Arnim wieder instand zu setzen. Die Polizeimeldungen. Ein tragischer Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen Dissen und Striesow. Dort kam ein Radfahrer ohne Fremdbeteiligung plötzlich in Schlingern und stürzte. Der 49-Jährige wurde noch vor Ort reanimiert und anschließend ins CTK gebracht. Dort verstarb der Mann. Die Ursache für den Vorfall ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Schlimmeres konnte möglicherweise verhindert werden, als heute Nacht gegen 1 Uhr in der Karl-von-Ossietzky-Straße eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen wurde. Mit 2,03 Promille stellten die Polizeibeamten bei ihr eine erhebliche Alkoholisierung fest. Der Führerschein wurde sichergestellt und bereits Anfang April wird sich die Frau vor Gericht verantworten müssen. Und nun zeigen wir Ihnen, wo und warum ab heute in unserer Stadt mal wieder gebaut wird. Komplettsanierung auf der Straße der Jugend. Heute hat sich diese Straße endgültig zu einer Baustelle verwandelt. Neue Fahrbahn, Stellflächen, Geh- und Radwege werden von März 2014 bis Dezember 2015 angelegt. Zunächst konzentriert man sich auf den ersten Bauabschnitt, welcher sich vom Stadtring bis zur Eilenburger Straße stadtauswärts erstreckt. Autofahrer müssen sich deswegen auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen.
Die Straße der Jugend ist dann nur noch für Anlieger stadtauswärts einspurig befahrbar. Alle anderen Autofahrer sollten die Baustelle über den Stadtring oder die Teamstraße umfahren. Hier gilt dann übrigens nur noch Tempo 30. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cottbus.de unter dem Abschnitt Stadtentwicklung und Bauen. Und wenn es überhaupt einen Trost für Autofahrer bei dieser langwierigen Baustelle gibt, dann vielleicht den. Diesmal soll die Straße der Jugend grundhaft saniert werden. Wir dürfen also gespannt sein. Zum Schluss noch ein Hinweis aus dem Rathaus. Bis Donnerstagnachmittag können die Internetseiten von www.cottbus.de nicht aktualisiert werden. Grund dafür ist ein Austausch der Hardware. Das bedeutet, dass auch Interaktionsdienste wie beispielsweise Terminvereinbarung, Wartezeitenauskunft oder Kontaktformulare bis dahin nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung bittet um ihr Verständnis für diese notwendige Maßnahme. Das war's für heute. LTV gibt's auch morgen wieder, dann mit meiner Kollegin Michaela Doppmann und Berichten vom Zug der fröhlichen Kinder und einem Cottbusser Kochwettbewerb. Ich darf mich verabschieden, sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Rosenmontagabend. Übrigens, LTV empfangen Sie auch über Satellit, übers Internet und in den Cottbusser Kabelnetzen. Nur bei Teleco, Funk und Technik, Mito und Bär, Telekolumbus und Kabel Deutschland. Leider nicht bei anderen Anbietern. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren, dass ich dich besser hören kann? Ei, Großmutter, was hast du für große Augen, dass ich dich besser sehen kann? Kein Märchen. Das DaVinci HD Bildschirmvorlesegerät liest Ihnen Texte mit gut verständlicher und angenehmer Stimme vor. Mehr dazu erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen, Karl-Liebknecht-Straße 26 im Flamingo Gesundheitscenter am Theater. Die Agentur für Arbeit lädt ein zu einer regionalen Jobbörse am 22. März von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle Cottbus. Die Arbeitsmesse mit regionalen Unternehmen soll gleichermaßen jährlicher Anlaufpunkt für Arbeitssuchende und Arbeitslose, Rückkehrer, Zuwanderer und Perspektivwechsler werden, um Menschen und Arbeit noch schneller und erfolgsorientierter zusammenzubringen. Wenn das Wetter nicht zur Jahreszeit kommt, muss die Jahreszeit eben zum Wetter. Mittlerweile haben wir März und so passen Kalender und Wetter langsam besser zusammen. In der zweiten Nachthälfte werden die Wolken etwas dichter. Stellenweise kann geringer Regen fallen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 2 Grad. Am morgigen Dienstag macht sich die Sonne rar. Es überwiegen die Wolken und gelegentlich kann es auch ein paar Tropfen von oben geben. Größere Niederschlagsmengen werden aber nicht erreicht. Es ist erneut frühlingshaft mild, bei schwachem Ostwind werden zwischen 10 und 12 Grad erwartet. Kommt zum ersten Move and Dance Day für alle Vereine, Einrichtungen und Tanzinteressierte. Am 22. März ab 10 Uhr in der Lausitz Arena. Der Eintritt ist natürlich frei. Anmelden könnt ihr euch unter info@stadtsportbund-cottbus.de oder unter der Telefonnummer 0355 47 40 92. Also dann, let's dance! Herzlich willkommen im Möbelzentrum Großräschen.
Eine Riesenauswahl und die fachgerechte Beratung helfen Ihnen garantiert, Ihre Wohnträume zu erfüllen. Individuelles Einrichten, passend zu jedem Geldbeutel. Bei uns eine Selbstverständlichkeit. Lassen Sie sich von der persönlichen Atmosphäre unseres Hauses überzeugen. Die Einrichtungsprofis in der Lausitz, Möbelzentrum Großräschen, immer besser. Die DAK lädt ein. Auf zur großen Ranzenparty der DAK Gesundheit. Am 27. und 28. März in der Galeria Kaufhof. Unter dem Motto passender Ranzen, gesunder Schulstart erfährt man alles Wichtige zur Einschulung bis hin zur richtigen Sport- und Schulkleidung. Die Verkehrswacht bietet einen Fahrradparcours und Fahrradkodierungen. Weiterhin gibt es Angebote für außerschulischen Sport vom Verein Kinderleicht in Cottbus. Eine Malstraße und Schminktipps für Muttis. Die große Ranzenparty, Donnerstag am 27. und Freitag am 28. März von 14 bis 17 Uhr in der Galeria Kaufhof. Durchgeführt von der DAK Gesundheit.